Hallo, mein Name ist Daniela Winkel und der Titel meiner Masterarbeit ist Room to Grow, Designs of Incremental Prototypes in Siddharthi Ramin. Ziel war es also, einen schrittweise erweiterbaren Prototyp für eine Siedlung in Brasilien zu entwickeln. Die sogenannte Siddharthi Ramin, was übersetzt die barmherzige Stadt bedeutet, liegt am Stadtrand der kleinen Stadt Salto im Bundesstaat São Paulo. Dort entsteht aktuell ein nachhaltiger Rehabilitationsort für Menschen, die bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft unterstützt werden. Neben dem Solidaritätsgedanken werden besonders nachhaltige, autarke Ziele verfolgt. Der Verein Alianza da Misericordia hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen und einem Stadtplanungsbüro den Masterplan entworfen. Dieser befindet sich allerdings noch im Entwicklungsprozess und die Bebauung ist vorerst nur als schematisch zu betrachten. Im ersten Schritt machte ich mich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut. Besonders die klimatischen Bedingungen bewirken einen entscheidenden Einfluss auf den Entwurf. Ferner wollte ich im Rahmen meiner theoretischen Auseinandersetzung auf empirische Weise den Masterplan bewerten und mögliche Verbesserungen herausstellen. Mithilfe von Theorien von Ebenezer Howard und Raymond Arnwin, welche die Menschen wieder mit der Natur verbinden und überfüllte Stadtzentren entlassen wollen, sowie Jaime Lerner und Jan Gehl, die die Bedeutung von nachhaltigen, lebendigen und vielfältigen Stadtentwicklungen unterstreichen, wurden Werkzeuge zur Gestaltung attraktiver und nachhaltiger Gebiete in peripheren Lagen ermittelt. Diese Orte sind jedoch häufig zersiedelt und zeichnen sich durch geringe Autonomie und Lebendigkeit aus. Daher ermittelte ich Grenzwerte für die jeweiligen Tools anhand von verschiedenen Studien und Referenzen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um Orientierungshilfen, die den Schwerpunkt auf das Thema Dichte legen. Mithilfe der erstellten Bewertungsmatrix ließen sich anschließend die folgenden Schlussfolgerungen ziehen, nämlich zum einen punktuelles Nachverdichten, um verschiedene Dichtelevel innerhalb des Quartiers herzustellen, als zum anderen die Durchmischung von Nutzungen. Diese Maßnahmen wurden exemplarisch an einem Straßenzug entlang der Hauptstraße umgesetzt und umfassten eine schrittweise Nachverdichtung von offener zu geschlossener Bauweise sowie potenzielle kommerzielle Nutzungen im Erdgeschoss für und von den Bewohnern. Ferner wurden die Wünsche und Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner ermittelt und bei der späteren Planung berücksichtigt. Das Resultat waren zwei Wohnungen, die mit offenen Grundrissen besonders viel Flexibilität bieten sollten. Die Räume wurden in Abhängigkeit von ihrer Beziehung zum Außenraum und der Sonnenorientierung angeordnet, um das Aufheizen bestimmter Räume zu minimieren. Das zentrale Element des Entwurfkonzepts bildet das inkrementelle Wohnen. Durch diesen schrittweisen Prozess besteht die Möglichkeit, den Prototypen innerhalb seiner Struktur variabel auszubauen, abhängig von den individuellen Bedarfen, den finanziellen Mitteln, der verfügbaren Zeit oder Materialien. Das Prinzip ist somit sehr konträr zu dem hierzulande üblichen Vorgehen beim Hausbau. Man muss sich im Vorhinein meist schon Gedanken über die maximal benötigte Wohnfläche machen, möglichen Familienzuwachs einplanen und finanzielle Lücken mit einem Kredit überbrücken. Ein Haus, das auf Entwicklungsphasen reagieren kann, wäre jedoch deutlich effizienter. Der Prototyp soll daher eine Grundlage bilden und den Rahmen zur Erweiterung definieren und um unkontrolliertes Wachstum zu begrenzen, jedoch die individuelle Entfaltung zu fördern. Bei der Konstruktion wurde auf zwei vernakuläre Techniken zurückgegriffen, die besonders nachhaltige lokale Materialien verwenden und das Raumklima zu optimieren. Zusätzlich kamen diverse Mittel zur Belüftung und Verschattung zum Einsatz. Der Prototyp soll lediglich eine von vielen Varianten darstellen, damit die Siedlung eine Vielzahl von Angeboten und hohe Diversität bietet. Vielen Dank.